Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fountain of Youth hier auf Battle TV. So, ich habe leider sehr schlechte Nachrichten. Und zwar bin ich ins Wasser gehüpft hier, weil ich mal einmal gucken wollte, wie der ganze Spaß aussieht. Und ja, können das ja mal gerade nochmal machen. Da kam direkt der Kollege von da unten und hat mich totgebissen. Und aus irgendwelchen Gründen sind meine gesamten Sachen, die ich dabei hatte, bis auf der Speer, den ich in der Hand hatte und die Fackel, alles weg. Das heißt, mein schöner Kupferspeer ist weg. Ja, und alle anderen Werkzeuge, die ich hatte, ist jetzt alles hinfort. Ich habe Gott sei Dank noch die Axt und die Spitzhacke, die hatte ich noch in der Kiste behalten. Aber ansonsten, der restliche Krempel ist alles weg. Das heißt, ja, da runtertauchen und noch mehr holen funktioniert nicht. Ich habe dann jetzt in meinem Frust versucht, den Grund irgendwie abzusuchen, habe da dann schon ein so ein Dingen gefunden, was wir hier brauchten. Hier diesen weißen Dürrwurz. Ja, aber wir brauchen es jetzt nicht noch weiter versuchen, weil der Hai ist halt da und wir brauchen erstmal irgendwas, um diesen Hai zu eliminieren. Und meine Sachen werden auch auf der Map nicht angezeigt. Ich bin schon ein bisschen weiter weggefahren. Bringt alles nichts. Bin schon bis hier hingefahren. Hier sind noch mehr Algen, aber leider nicht unser Kram. Das heißt, wir machen jetzt hier eine kleine Planänderung. Ich werde jetzt hier noch mal zum Hafen zurücksegeln, wenn ich denn dran komme. Und dann werden wir hier noch ein bisschen auf der Insel verweilen. Und zwar brauche ich ja jetzt wieder mehr Kupfer, weil wir ja Kupfersachen bauen müssen. Und ich brauche ja lange Stöcker und so weiter, damit wir noch ein bisschen was craften können zu Hause. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal los. Und ich würde ganz gerne einmal hier vorne hinlaufen, noch ein paar lange Stöcker besorgen, beziehungsweise können wir eigentlich hier hinten holen. Und dann gehen wir uns noch mal ein bisschen Kupfer holen. Das heißt, wir bleiben jetzt mal ein bisschen auf der Insel. Was ich unterwegs gerne noch machen würde, wäre noch mal so ein Büffel. Dass wir den auch mal haben, weil den habe ich ja noch gar nicht gemacht. Und ich weiß nicht, was der droppt. Vielleicht droppt der ja nachher auch wieder andere Sachen, die wir nachher verwenden können. Also latschen wir jetzt hier einfach mal rüber. Holen uns einen Büffel, holen uns lange Stöcker, holen uns noch mal eine Rutsche Kupfer. Dass wir das auch noch mal zusammen gemacht haben. Und dann würde ich sagen, fahre ich dann nach der Folge wieder zurück nach Hause und da werden wir uns dann mit den weiteren Baumaßnahmen auseinandersetzen. So, nur gucken, ob wir so einen Büffel überhaupt einzeln erwischen. Da sind nämlich ganz schön viele. Und ich weiß nicht, wie cool das ist, wenn die... Werden die aggro? Greifen die mich dann an? Da ist erstmal so ein Gecko, den machen wir erstmal weg. Komm ran hier. Ich glaube, eine Harpie hier könnte auch noch angeflogen kommen. Ne, die Musik ist weg. So, was haben wir hier? Nehmen wir alles mit. Ach ja, ich habe kein Messer. So ein Ärger. Aber so ein Büffel würde ich mir schon ganz gerne noch krallen. Wo sind die jetzt alle hingelaufen? Da ist einer. Der ist auch einzeln. Mal gucken, ob wir den irgendwie pieksen können. Ich weiß, mein Karren ist jetzt am Popo der Welt. Der rennt echt vor mir weg, ne? Ausdauer leer. So, komm schon. Ja, das war der falsche. So, nochmal Endspurt. Der rennt jetzt bestimmt da drauf, oder? Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Einmal quer in die Botanik geworfen, das gute Stück. Gucken, vielleicht beruhigt er sich ja. Oh nein, jetzt rennt er mit meinem Speer weg. Komm wieder her. Okay, wehren tut er sich auch noch. Gib mir mal den Speer zurück. Haben ihn, glaube ich.
Ei der Daus. Hier frischer Haut. Kann ich den tragen? Natürlich nicht. Das heißt, ich brauche einen Stein. Da vorne ist erstmal wieder so ein Viech. Oh nö. Ich mache einen Büffel platt und sterbe an der Echse. Ich habe nichts anderes erwartet. So, dann lasst uns mal eben gucken, dass ich noch was esse hier. Und jetzt liegt mein ganzes Zeug da hinten. Messer habe ich nichts, aber ich kann mir gerade hier aus den Steinen mindestens noch so ein paar Steinmesser machen. Was wir haben, haben wir. Da werde ich sicherlich mehr von brauchen. So. Und jetzt gehen wir da nochmal rüber. Mein Speer habe ich ja Gott sei Dank behalten. Wäre jetzt auch die Frage, hätte ich den reparieren müssen? Nö, ist alles gut. Okay, so, dann laufen wir jetzt nochmal hier rüber. Nehmen unsere Karre mit. Holen den Büffel. Wenn wir ihn dann wiederfinden. Und dann holen wir uns ein paar von den Stöckern. Da habe ich die Karre stehen. Was war das hier nochmal? Ach, die Dinger. Nehmen wir auch mit. Für irgendwas habe ich schon gesehen, brauchen wir die. Nee, ich glaube, der war mehr in diese Richtung. Da war das Boot. Da liegt er doch. So, der wäre erledigt. Das lasse ich liegen. Mein Zeug will ich natürlich auch haben. Die drei nehmen wir natürlich auch noch mit. Und jetzt zerlegen wir mal den Büffel. 130. Büffeltrophäe. Büffelhorn. Eieieiei. So, jetzt. Er hier hat abgelassen. Na toll. Neuer Bauplan wurde eröffnet. Cool. Den nehmen wir. Und verletzt hat er sich auch wieder. Och, kommt schon. Ich will doch nur den Büffel ernten. Wo ist das Viech? Das finde ich schon phänomenal, wie du bei einem Vorgang hier 20 Mal unterbrochen werden kannst. Du kommst weg. Du kommst weg. Eigentlich müsste ich jetzt noch mal zurück zum Boot. Aber wobei, wenn wir gleich Stöcker und Kupfer und so geholt haben, dann ist die Zeit eh abgelaufen. Die können auch rüber. Laufen wir mal da lang. Ich glaube, hier waren die Stöcker. Nee. Am Baum vorbei. Da hinten sind die Stöcker. Ja. Wir auch hoch müssen. Guck mal, ich habe mir nicht mal einen Verband mitgenommen. Aber eine Fackel, die habe ich dabei. Aber nicht zum Anzünden, weil das habe ich ja wieder verloren. Ritt und Feuerstein oder wie das Zeug heißt. Aber gut, das habe ich alles zu Hause. Mache ich jetzt kein Drama drum. Guck jetzt hier, dass ich mir noch mal so ein paar lange Stöcker besorge. War das hier? Hier müsste es sein, ja. Na komm. Brauchen wir auch nicht mitnehmen. Nehmen wir alle mit. Guck mal, da kriegen wir die Nacht ja schon mit um. Das läuft noch. Da hinten haben wir noch einen. So, das sind ja schon mal ein paar. Sehr schön. Da ist die Karre. 11 Stück, da kann ich mitarbeiten.
Und weiter im Text. Nehmen wir gleich hier rechts die erste Kupferstelle, die da war. Ich war recht groß, das kriege ich sowieso nicht alles mit. Hier rechts rein müsste es gewesen sein. Gibt es hier noch irgendwo? Aloe gibt es hier nur. Und den Jago da hinten, die Drachenfrucht, könnte ich noch mal eben gucken. Aber die dürfte noch nicht wieder da sein. Nope, ist er nicht. Dann weiter im Text. Ich glaube, geradeaus durch ging es dahin. Mist. Das hätte ich kommen sehen müssen. Das muss ich auch immer im Dunkeln überall rumeiern. Es ist echt verblüffend. Nimm mit das Ding. So, und dann holen wir uns hier jetzt einfach nochmal ein bisschen Kupfer weg. Oh, ich kann sogar alles holen. Problem ist, wobei doch gewichtstechnisch sollte das auch kein Problem sein. Die Karre steht genau hinter mir. Ich ziehe durch. Ich lebe. Gehen nur noch 4 rein in die Kiste. Das ist unglaublich. Das können wir zerstören hier. Baue ich mir zu Hause gleich was Neues. Oh, noch 30 muss ich wegkriegen. Tja, was lasse ich hier? Kann eigentlich nur Kupfer hier lassen. Geht ja nicht anders, ne? Wobei, stopp. Ich will einmal eben gucken, wo ich es wieder vergesse. Die Baupläne, die wir freigeschaltet haben. Eine Hornarmbrust. Das kann ich sogar beides. Eine Bogensehne habe ich schon gesehen. Und das Ding habe ich auch schon gesehen. Macht 80 Schaden. Glaube, die wollen wir haben. Vielleicht, das waren zu viele. Ja, wobei, nee, komm. Wir vernünftig laufen. Soweit es denn geht. So, wir sind verwundet. Wir haben Vergiftung. Wir haben gleich wieder Sonnenbrand. Also wieder mal volles Programm hier. Bambus würde ich eigentlich auch ganz gerne mitnehmen, aber geht jetzt nicht mehr. Pickepacke voll sind wir. Gudi, dann lass uns mal wieder Richtung Boot. Da habe ich ja genug Zeug drin, um mich wieder aufzupeppen. Und dann geht's weiter. Wir sind jetzt auch schon zur nächsten Insel. Die windige Insel ist die nächste, die beschrieben wird. Aber ganz ehrlich, habe ich im Moment noch nicht die, ja, Ausdauer ist das falsche Wort, die Motivation. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich meine anderen Probleme, die ich alle habe, geregelt bekomme, bevor ich jetzt wieder irgendwo hingurke und mir noch mehr Probleme mache. Weil Probleme habe ich definitiv schon mehr als genug, um die ich mich kümmern muss. Und ich habe auch noch so viele Baustellen, Ressourcen und so weiter, die ich herstellen kann. Energie ist leer. Komm, dann lass den gerade wegmachen, dann legen wir uns kurz auf den Boden. Genau deswegen. Nicht, dass wir gleich noch sterben hier. Haben wir einen Schattenplatz? Hier vorne. Ja, findet er nicht cool. Wird dunkel sein, wenn wir aufstehen, aber die Ausdauer, die wir dann haben, sollte reichen, um uns in eins zum Boot zu befördern. Und da sind wir ja dann safe. Verletzungen müsste ich auch verarzten können, wenn wir da sind. Ach, jetzt haben wir hier schon wieder so ein Mistviech an der Backe. Was ist mit meinem Speer los? Ich habe keine Ausdauer mehr, ne? Keine Ahnung, was das jetzt gerade war.
Irgendwie war der Speer festgebackt im Verteidigungsmodus. Es sieht schon schön aus, ne? Da mit der Sonne jetzt, die da hinten auf- oder untergeht. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas tut sie jedenfalls. Oh, nochmal so ein Viech. Es bringt mich um. Ich muss nochmal laufen. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ist ja nicht mehr so weit. Das machen wir jetzt schnell. Haben wir ja wieder genug Zeugs. Irgendwo da hinten müsste es sein. Da ist er schon. Welches Biest? Wir waren fast da. So, jetzt aber. Ab nach Hause. Und dann verbauen wir den ganzen Krempel. Kupfer, die langen Stöcker, die ich habe, die helfen uns auf jeden Fall. Und dann können wir mal gucken, was wir sonst noch so bauen können. Ich muss meine Waffen nochmal nachcraften. Und ich will gucken, ob es irgendeine Art von Waffe gibt, mit der ich in der Lage bin, unter Wasser was zu tun. So, erstmal das Schiff voll machen. Erstmal alles rüber bis auf das Kupfer. Das reicht für das kurze Stück. Und dann holen wir uns gleich den restlichen Kupferkram noch ran. Und dann passt das. Zack. Der Behälter ist schon wieder voll. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Boah, gerade so. Haben wir ja wieder sehr gut gepackt. Los geht's. Und wir wollen hier hin. Ab die Post. So. Würde sagen, wir sind angekommen. Hier ist nichts mehr zu trinken drin. Warum bin ich jetzt nochmal los? Platzieren. Haben wir das schon mal geklärt? Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich holen wollte. Das Horn kann rüber. Die Haut, genau, die Haut, die Haut, die Haut, die Haut. Die hole ich mir schon mal. Und dann haben wir hier hinten schon die nächste, die kann ich da auch noch mal reinballern. Ja. Dass das dann schon mal läuft. Ansonsten habe ich jetzt noch Kupfer, das kann ich da hinten hinschmeißen. Die 4 frische Haut hätte ich noch da. Kann ich die direkt schon verarbeiten? Jawohl. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Und dann können wir gucken, dass wir gleich noch ein bisschen Leder für uns herstellen. Das kommt erstmal hier hin. Das Kupferzeug auch. Die getrocknete Haut packe ich auch erstmal. So. Das kann hier rein. Könnte es. Die Axt auch. Das Fleisch packe ich auch erstmal rüber. Den Büffelkopf können wir gleich aufhängen. Dann ist der schon mal aus dem Weg. Das Ding würde ich mir gerne gönnen. Und dann müssen wir neue Werkzeuge machen. Und zwar, ich brauche ein Messer und ein Speer. Und irgendwas, womit ich unter Wasser kämpfen kann. Und ich würde dann noch ein Stück Brit und ein Feuersteinbruchstück mir so holen. Das wird ganz schnell den Feuerstarter nochmal neu machen. Brit, Feuersteinbruchstück. Da ist er. Den brauchen wir, der ist echt gut. Den will ich auf keinen Fall missen mehr.
Und dann können wir direkt schon gucken wegen dem. Ach, guck mal, Kupferhammer gibt es auch. Kupferschaufel auch. Wir wollen aber nur das Messer und den Speer. Harpune. Ausgezeichnete Waffe für Unterwasser. Dafür brauche ich eine Kupferpfeilspitze. Ich habe aber keine Kohle mehr, ne? Das heißt, ich muss die Thematik mit der Kohle jetzt erstmal in Angriff nehmen. Das kriegen wir aber hin. Ich glaube, ich hatte von den kleinen Stöckern, guck mal, da können wir direkt zwei Ladungen durchlaufen lassen. Das ist schon mal super. Ein bisschen Brennholz nehme ich mir noch mit. So, erstmal die Kohle. Und anzünden. Das läuft. Hier können wir nichts mehr machen, weil ich keine Kohle habe. Und hierfür brauchte ich auch Kohle. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal auf die Kohle warten. Hier konnte ich keine Kohle machen. Hier konnte ich nur gebrannte Töpfe machen. Ja, richtig. Jetzt weiß ich wieder, was wir eigentlich machen wollten, weswegen wir da überhaupt hingelaufen sind. Wir wollten doch hier die andere Kochstelle basteln. Und dafür fehlten uns die langen Stöcker. Jetzt haben wir sie alle. Gebrannten Topf. Kriegen wir garantiert hin. Bisschen Lehm habe ich garantiert noch irgendwo. Kümmern wir uns da auch noch mal drum. War das hier? Ne, da kann ich ihn brennen. Hier müsste ich ihn herstellen. Ne? Der braucht zwei Streifen. Pass mal auf. Passt super. Zack. Dann kommt hier direkt der Topf rein. Und noch mal, wie lange braucht der denn? 41 Minuten. 3 Stunden, 1 Stunde 30. Los geht's. Das hat nicht geklappt. Machen wir gleich nochmal. Das hat geklappt. So, das Ding brennt, das Ding brennt. Die Haut ist drauf. Kohle ist am Gang. Brauchen noch 5 Stunden. Dann sollten wir jetzt einmal 5 Stunden schlafen. Dann geht es uns auch wieder besser. Gleich nachdem wir was gegessen und getrunken haben. Und dann ist das erste Ding schon mal fertig. Hier war nichts mehr drin, ne? Dann saufe ich einmal den Pott hier leer. Und dann gehen wir 5 Stunden schlafen. Und dann sollte die Kohle gleich durch sein. Sehr schön. Das hier dürfte fertig sein. Das nehmen wir uns schon mal. Und dann reiße ich in der Zeit, während wir hier warten, das Ding hier schon mal ab. Und stell den anderen hin. Dafür brauche ich aber meinen Hammer. Den ich wahrscheinlich wieder im Boot gelassen habe. Ja. Hammer ist im Boot. Jetzt sag nicht, ich hatte den Hammer in der Tasche. Das Wasser bleibt sauber. Das ist ja schon mal super. Ich hatte, glaube ich, wirklich meinen Hammer in der Tasche. Und den anderen habe ich wieder kaputt gemacht. Dann machen wir 9. Hilft ja alle nicht. Hammer wird gebraucht. So. Jetzt ist die Kohle fertig. Da können wir direkt die nächste Ladung machen. Das braucht noch einen Moment. Den Topf hatte ich. Genau, wir waren hier bei dem Topf. Da ist er. Und ich wollte den hier auch platzieren. Oder es war groß. Häng ich hier übers Fenster. Und der guckt auch so böse. So, was brauchen wir jetzt noch? Nur noch 2 von denen. Und damit ist die Kochstelle fertig. Lass mal gucken, was wir alles machen können. Suppen. Fleisch in Ton.
kann Meersalz aus Salzwasser herstellen. Das Ding hat sogar einen Wassertank. Okay, muss ich mich einmal drum kümmern, dass ich den Wassertank hier einmal leer mache. Kann ich das einfach austrinken? Sieht gut aus. Dann füllen wir den Wassertank auf. Wassertank hinzufügen. Kommt direkt noch eine Ladung rein. Dann fülle ich auch gleich noch mal einen anderen Wasserspender auf, wenn wir schon mal dabei sind. So. Könnte eigentlich alle Wassertanks auffüllen. Mal gucken, wie lange das dauert. Der ist voll. Der hier schafft jetzt auch noch mal 30, also noch mal zweimal laufen. Und irgendwo hier war, glaube ich, noch ein Wassertank dran. Achso, der braucht sauberes Wasser tatsächlich. Das ist aber auch kein Problem. Nehmen wir hier das ganze saubere Wasser raus. Füllen das hier schon mal rein. Ich weiß gar nicht, ob das verdunstet da drin. Dann wäre das ziemlich blöd, da was reinzufüllen, oder? So, wir machen aber trotzdem jetzt den Süßwassertank nochmal voll. Hier war's. Den Salzwassertank meine ich. So, dann können wir mal einmal gucken, sehen wir hier auch irgendwelche Algen? Nur die Hydrilla, die hilft uns natürlich nicht. So, dann füllen wir dich jetzt nochmal auf. Ich glaube, unsere Trocknungsstation dürfte auch schon wieder was fertig haben. Habe ich noch mehr Salz? Nee, habe ich nicht. Ja, dann machen wir Kaffee. Habe ich auch noch irgendwo? Da ist Kaffee. So, dann laufen wir jetzt die anderen Dinger hier nochmal schnell alle ab. Der braucht noch. Der ist fertig. Die getrocknete Haut kann rüber. Die will ich wieder haben, bitte. So, also hier kann man auch, ähnlich wie bei In The Infected, viel, viel Zeit zu Hause verbringen. Ja, das Wasser scheint nicht zu verdunsten. Ich wollte so eine Bogensehne herstellen. Da brauche ich jetzt zwei von den Seilen. Zwei von den Seilen. Nee, hier. So, dann stellen wir mal eine Bogensehne her. Damit sollten wir wieder was freischalten. Bogensehne, Baupläne. Könnten wir entweder einen Holzbogen mitbauen. Oder dieses Ding. Und für dieses Ding brauche ich die Basis der Hornarmbrust. Und die war, glaube ich, hier möglich. Da ist sie. Brauche exakt ein Kupfer. Ich mache erstmal die Kupferpfeilspitzen. Kohle habe ich ja inzwischen wieder. Achso, Feuer anmachen. Pfeilspitzen sind fertig. Dann mache ich so ein Ding hier. Arbeiten. So, dann haben wir die Hornarmbrust auch. Und dann haben wir gesagt, brauchen wir hiervon noch mindestens schon mal eins fürs Messer, ne? So, wie lange brennt's Feuer noch? Auf 24 Minuten. Löschen wir erstmal. Dann kann ich hier wieder einen hinzufügen. Da müsste schon was drin sein. Entzünden, dass wir Kupfernachschub bekommen. Und dann gehen wir nochmal rüber an die Werkbank und schauen mal, was wir alles basteln dürfen. Harpune. Brauche ich einen starken Zweig. Kupfermesser brauche ich den Handgriff, den habe ich, glaube ich, schon gemacht.
Und für den Kupferspeer, der sich hier befindet, brauche ich nichts. Das Ding kann ich schon. Ach nee, die starken Zweige brauchen wir. Okay. Hatte ich nicht schon einen Handgriff gebaut? Das sind die falschen. Das sind die, die hier unten rumliegen, glaube ich. Kann ich hier nochmal Brennstoff hinzufügen? Läuft schon. Nochmal. So, jetzt sehen wir auch ein bisschen was. Starker Zweig, starker Zweig. Haben wir. Hornarmbrust. Ah ja, guck mal, dafür habe ich sogar schon alles. Ein Horn fehlt mir. Das habe ich, glaube ich, unten im Boot. So die Theorie. Ich hatte doch zwei von den Hörnern, oder? Habe ich das oben schon reingepackt? Da ist es. Ich dachte schon. Perfekt. So, also Hornarmbrust, die bauen wir jetzt mal. Oh Mensch, kannst du mal aufhören, dir immer weh zu tun? Das ist ja schlimm. Dann hätte ich dazu gerne noch passende Pfeile. Euch Federn. Daran wird es nicht hapern. Zwei Stück. Los geht's. Geh mal eben noch mal hier nach dem Fell gucken. Ist noch nicht so weit. Kohle ist aber so weit. Können wir ausmachen. Dafür brauchte ich den Handgriff. Ich hätte gerne aber trotzdem erstmal noch meinen normalen Kupferspeer. So, wir haben den Speer. Wir haben das Ding. Ich glaube, dafür brauchte ich so ein Ding. Einen Munitionsplatz. Zwei Munitionsslots. Wir bauen erstmal so ein Teil. Ein Seil und zwei Blätter. Eins, zwei. Eins. Das Ding hier. Hat er auch direkt ausgerüstet. Und da sind jetzt auch die Bolzen drin. Zwei Stück haben wir. Die Frage, wie benutze ich das Ding? Kupferpfeile. Ah, Mist. Armbrustbolzen aus Kupfer hätte ich gebraucht, nicht die ollen Pfeile. Ah, jetzt kriege ich nur die Stöckchen wieder. Das ist ja fies. So, komm, wir schlafen erstmal. Erstmal noch ein Stück trinken und was essen. Ich will heute auf jeden Fall noch einen Bolzen abschießen. So, essen, trinken. Trinken kann ich gleich draußen. Ich habe nichts mehr von dem nicht haltbaren Essen hier drin. Also müssen wir wieder kochen. Dann kochen wir erst. Bisschen Brennholz hat er noch. Trinken kann ich ohne Probleme hier. Dann füllen wir noch die Behältnisse hier zu Ende. Perfekt. So, dann kochen wir uns schnell noch was. An der neuen Feuerstelle hier. Weil ich mir ja lieber so ein Ding mal kochen würde, ne? Anstatt immer nur normales Fleisch. Normales Fleisch bringt 25. Das bringt schon das Doppelte. Auch halt einen Lehmstreifen dazu.
Dem Streifen habe ich jetzt aktuell aber keinen. Nee, komm, ich koche mir jetzt normales Fleisch. Was soll's? Einmal Feuer anzünden hier. Brennstoff ist noch drin. Dann machen wir hier zwei, drei Stück, dass ich erstmal was zu essen habe. Dann halt nur zwei. Ist das Fleisch schon besser? Nee. Das Ding können wir löschen. Und das können wir auch löschen und dann gehen wir schlafen. So, dann haben wir jetzt auch Energie. Jetzt brauche ich nochmal ein Kupfer. Ich glaube, da hatte ich ja was durchlaufen lassen. Jawohl. Fügen wir auch gleich wieder was rein. Und dann brauchen wir hier vermutlich nochmal Pfeilspitzen. Weil direkt drei Stück gekriegt, kann ich dann nicht noch. Ich habe noch einen. Dann müsste ich doch hier, das sind die Pfeile, das sind die Bolzen. Ach, da brauche ich keine Pfeilspitzen für. Das geht damit. Los geht's. Jetzt lädt er auch nach. Okay, müsste man noch rausfinden, wie das funktioniert. Kupferspeer und meine Kupferharpune wollte ich auch gebaut haben. Dafür brauche ich noch einen starken Zweig. Den hole ich mir. Wenn nicht hier weg, dann hier weg. Und dann basteln wir uns mal die Harpune. Und er hat sich schon wieder verletzt. Ja, jetzt brauche ich Verband. Das muss ich erstmal wieder nachcraften. Aber ich will jetzt einmal kurz die Harpune testen. Jawohl. Sind das Algen? Ne. Okay, guti, also. Harpune haben wir. Damit kriegen wir auf jeden Fall den Hai schon mal beseitigt. Dann können wir da noch mal hin. Dann den Bolzen. Den will ich natürlich auch noch mal ausprobieren. Den lassen wir jetzt nicht einfach stehen. Müssen wir nur mal gucken, auf was wir schießen. Ist dann auch die Frage, ob ich es schnell hell mache erst noch. Ja, machen wir. So, auf was schießen wir? Wir schießen auf gucken wir mal, ob wir irgendwas finden. Eine Krabbe oder so. Da hinten waren eigentlich immer welche. Habe ich die schon wieder alle platt gemacht? Dann war da ein Fuchs noch irgendwo. Irgendwo wird sich doch hier was finden, auf das ich schießen kann. Da höre ich schon einen Fuchs. Perfekt. Dann gehen wir hier links rum. Da ist er. So, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich halte jetzt mal gedrückt. Da passiert nichts. So, Pfeile wechsle ich mit dem Mausrad. Das scheint irgendwie noch nicht so richtig zu funktionieren. Ah, okay, ich muss doch tatsächlich Rechtsklick machen. Bolzen liegt da. Kriege ich den nochmal wieder? Ja, Bolzen kann man auch wieder aufheben. Haben die eine Haltbarkeit? Ja, haben sie. Okay, coolio. So, das heißt, wir haben jetzt den Bolzen gebaut, den Bolzen-Dings. Wir haben einen neuen Speer. Dann fehlt mir nur noch ein Messer. Die Harpune haben wir auch. Und dann sind wir startklar. Das heißt, ich werde jetzt zwischen dieser und der nächsten Folge meinen Verband bauen, mich soweit klar machen,
Messer bauen, also alles, was wir brauchen. Und dann geht's in der nächsten Folge definitiv zurück. Und dann werden wir storytechnisch noch ein bisschen weitermachen. Weil ich glaube, wir sind jetzt auf dem Stand, dass wir hier vernünftig arbeiten können. Ich werde vielleicht noch mal ein paar Pfeile machen. Beziehungsweise ein paar Bolzen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mit der Waffe hier einiges tun. Und dann haben wir den Speer ja auch noch. Und was ich vielleicht auch noch machen will, wobei das können wir jetzt noch ganz schnell gucken, bevor ich hier die Folge beende, ob wir noch einen Gürtel bauen können, dass ich noch einen dritten Slot bekomme. Andererseits brauche ich den. Speer auf der 1, Bogen auf der 2, die Fackel müsste ich dann eigentlich noch auf der 3 haben. Das wäre super. Schauen wir uns mal eben die verschiedenen Gürtel an. Dafür bräuchte ich Seile aus Holz. Die kann ich jetzt natürlich nicht machen. Dafür brauche ich auch wieder getrocknete Haut. Macht das so keinen Unterschied. Da bräuchte ich halt 2 von. Hätte ich aber dann direkt 3 weitere Slots. Ich hatte doch 2 getrocknete Haut. Habe ich schon. Guck mal. Machen wir hier eine Runde so. Und dann gehen wir nochmal hier rüber. Die ist auch fertig. Können wir noch eine hinzufügen. Und dann machen wir uns hier nochmal ein Stück Leder. Da brauche ich noch Rinde für. Wenn es weiter nichts ist. Und dann müssten wir doch schon alles haben für den Gürtel. Ein Stück Leder. Los geht's. Ledergürtel. Ah ja, und 2 von den Seilen und wahrscheinlich noch das Nähgerät hier. Machen wir erstmal die billigen Haken weg. So, dann machen wir uns gleich einen Ledergürtel. Was soll's denn? Platzieren. Arbeiten. Erste Nadel weg. Arbeiten. Zweite Nadel weg. Arbeiten. Dritte Nadel weg. Und nochmal arbeiten. Ist übrig. Ledergürtel hat er reingepackt. So, jetzt haben wir mehr Slots frei. Guckt euch das mal an. Das finde ich cool. Den nehmen wir auseinander. Jetzt belegen wir mal unsere Slots. Also die Fackel kommt nach hinten. Dann würde ich, glaube ich, den Speer auf der 1 belassen. Den auf die 2 packen. Den Hammer brauchst du eigentlich auch. Und die Harpune hätte ich ganz gern noch. So, damit hätte ich meine gesamten Waffen schon mal am Mann. Das ist schon mal super. Das passt. Sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Abos, die Likes und die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.